Ein recht herzliches Willkommen zu meinem Gameplay für YouTube StarCraft 2 Wings of Liberty. Was war das für eine Folge, meine lieben Freunde, zwischen Himmel und Hölle? Nun haben wir die ganzen Nester der Mutas, der Zwerg-Mutas, erstmal platt gemacht. Und jetzt sind wir wieder zurück auf unserem Landungspunkt auf Char. Und dort geht es jetzt weiter, meine lieben Freunde. Mittlerweile hat General Warfield uns das Xel'Naga-Artefakt gebracht, was wir benutzen werden gegen Kerrigan, gegen die Königin der Klingen. All die Jahre hat Mengsk sie als den Teufel höchstpersönlich hingestellt. Aber ich habe gesehen, wie sie ihr Leben für Männer riskieren, die sie unter normalen Umständen zur Strecke bringen würden. Ihr Imperator ist derjenige, der hier hinter Gitter gehört. Mir ging es immer nur um Freiheit für die Menschen. Kopfüber in die Schlacht mit einem Fremden. Unter Feindbeschuss, Seite an Seite. Der Krieg macht uns alle gleich. Es ist mir eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Die Ehre ist ganz meinerseits, General. Der finale Angriff. Bist du bereit? Darauf kannst du Gift nehmen, Partner. Mann, wir werden die Kerle sein, die die Königin der Klingen umlegen. Echte Helden. Der alte Mengsk wird dich vielleicht sogar begnadigen. Damit eins klar ist, Tychus. Wenn Valerian recht hat und dieses Artefakt Kerrigan wieder zu einem Menschen machen kann, dann bringe ich sie hier weg. Haben wir uns da verstanden? Okay, Jimmy. Und ich weiß, du willst daran glauben, dass sie gerettet werden kann. Aber nach allem, was sie angerichtet hat, naja, sagen wir, nicht jeder verdient eine zweite Chance. Lass das mal meine Entscheidung sein. Ganz genau. Also Tychus hat uns schon öfters gesagt, dass er Kerrigan umlegen will. Wir haben verdammt viel Zeit damit verbracht, alle Teile zu finden. Aber jetzt, wo es zusammengesetzt ist, ist mir das Ding echt unheimlich. Geht mir genauso. Wenn ich es anschaue, ist es fast, als würde ich Stimmen hören. Je eher wir das Ding los sind, desto besser. Ganz meine Meinung. Im Moment ist dieses Artefakt die wichtigste Waffe im Universum. Und wir werden sie benutzen. Ich wünschte nur, bei dem Ding wäre eine Anleitung dabei. Bei unserem Glück beißen wir noch ein Loch ins Raumzeitkontinuum. Also du das wüsstest, was das ist, Tychus. Immer mit der Ruhe, Tychus. Wir sind hier ja nicht in einem schlechten Science-Fiction-Film. Okay, auf zur Mission. Es scheint, dass mein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten gerechtfertigt war, Commander Rayner. Jetzt muss der endgültige Schlag erfolgen. Commander. Verwenden Sie das Artefakt, um die Königin der Klingen auszuschalten und beenden Sie das Blutvergießen. Commander Rayner. Okay, meine lieben Freunde, alles oder nichts. Jetzt geht es direkt zum zentralen Schwarmcluster. Zur Königin der Klingen. Lassen wir es krachen, meine lieben Freunde. Unsere Pioniere bringen das Xel'Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zerg-Angriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Kaboom! Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denk dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Tja, wie könnten wir das vergessen? Alles oder nichts, meine lieben Freunde. Das Tor zur Hölle steht ganz weit offen und wir sind mittendrin. Willkommen im Dreck, meine lieben Brüder und Schwestern.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass ihr mich supportet habt. Ich habe bisher ein paar Videos schon hochgeladen. Es scheint gut anzukommen bei euch. Schreibt mir ruhig gerne in die Kommentare, wie ihr bisher die erste Kampagne gefunden habt. Natürlich werdet ihr Heart of the Swarm im Anschluss dann logischerweise dann auch live sehen können bei mir. Auf YouTube, also als Livestream. Und wenn die Zeit auch dann wieder mal reif ist, gehen wir natürlich wieder nach Mordor zurück. Das ist natürlich nicht vergessen. Doch jetzt. Du hast mir das Xel'Naga-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Aber gerne. Warnung, große Zergstreitmacht im Anmarsch. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Eine beeindruckende Verteidigung. Aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Hör zu! Wow, Eigenerschreck! Was nicht passt, wird passend gemacht. Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Keine Zeit zum Zögern. Schatzkekse. Was mach ich jetzt für ein Kram? Du solltest landen. Weißt du, wo ist Geplatz? Lauer keine Kacke hier, Mädel. Ich brauch Tanks, meine lieben Freunde, ich brauch Tanks. Lass mich hier nicht verrotten. Ah, komm schon. Aber sicher. Ich will den Bunker reparieren. What the fuck? Schießen Sie los! Echt jetzt? Ihre Streitkräfte. Der kann ich nicht bauen. Du da hoch. Oh, ich hier Tanks. Worauf soll ich ballern? Erreicht machen, Jungs. Kommt noch was? Durchgelacht. Ich hab so viel Liebe zu geben. Warnung.
Seismische Störung entdeckt. Nydus Wurm nähert sich. Aha, wo? Das geht richtig rund hier, meine Freunde. So viel Liebe zu geben. Bereit machen, Jungs! Was schlagen wir hoch? Jeder Schuss ein. Komm, mach doch mal Platz hier, Mädels. Kaboom! Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nydus Wurm nähert sich. Ab die Post. Positiv. Ich hab sie im Visier. Okay. Das läuft schon mal. So, jetzt brauche ich einfach nur noch mehr von dem hier. Quelle Klasse 12 entdeckt. Na super. Die Königin der Klingen nähert sich. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Na, dann komm her, Süßer. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. What the fuck? Überall knallt hier, meine Freunde, überall knallt. Soll ich ballern, so? Ich brauche mal die großen Tanks. Lauter!
Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Melde Bereitschaft. Was nicht passt, wird passend gemacht. Echt? DDF bereit. Wo sie mal rausgeschossen kommen, ey. Unglaublich. Super. Ich werde euch alle von meiner Welt tilgen. Wo ist mein Tank hin? Kerrigan hat sich verkrochen. Feuert weiter, Männer! Angriffsformation. Koordinaten über. Banshees! Geht nicht. Oh, Banshees! Überall knallt. Hier sieht's gut aus. Ah, noch nicht ganz. Überall mit dem Bass. Bang. Nüdelswurm. Wo bist du, Nüdelswurm? Keine Chance. Jawoll. Ja, deswegen hab ich die Feuertürme mir geholt. Der kleine niedliche Tank hier. Jungs, rein in den Bunker mit euch! War noch ein paar Banshees? Ja, komm an. Basis wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Sie wünschen. Oh oh! Reparieren, du sollst dir bauen. Ihr Narren hättet nie hierher kommen sollen. Hey, ich hab keine Wahl. Ich hab Sportipus, Sportipus, Sportipus. Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. Wow.
Das sind Ziviler. Ende Bereitschaft. Bereitschaft. Er kann nicht bauen. Lass die Hölle los. Ach, wirklich? Durchgeladen und entsichert. Koordinaten übermitteln. Muss noch ein Nidus Worm, es geht erstmal zu dem hier. Viel Erfolg. Oh, Jungs. Gut. Interessiert mich aber gerade gar nicht. Was gibt's? Einsatzbereit. Direktor erfasst. Koordinaten übermittelt. Im Standby. Zionische Strahlenquelle der Klasse 2 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ihr Narren. Ihr spielt mit Mächten, die ihr nicht mal ansatzweise begreifen könnt. Ja? Okay. Ja, Kommandant. Einsatzbereit. Jeder. Nein! Rette dich! Oh! Sie versucht zu fliehen. What the fuck? Locker lassen. Habt ihr das gesehen? Ein Treffer! Nur zu! Versichtiert? Boah, meine ganzen Banshees! Nicht genug des Pinders. Oh, hätte ich mal so ein. Naja, gut, die haben auch wenig Verteidigung. So. Aber Taktik ist ganz aufgeladen. Sieht aber gut aus, meine Damen. Wow, Junge. 99 Kills, der Tanks. 157 Kills. Störung entdeckt. Nidus Wurm nähert sich.
Ihre Bereitschaft. Ja, ja, ich sehe sie, ich komme schon. Halt sie den ein. Banshees! Die Energie des Artefakts hat ihren Höchststand erreicht. Noch ein klein wenig durchhalten. Komm, wo haben wir noch? Das sagt immer, dass er in der Klemme steckt. Was meinst du, also, wo ich gerade drin stecke? Grüße, Commander. Bestätigt, Sir. Koordinaten übermittelt. Wird gemacht, Commander. Angriffsformation. Einsatzbereit. Roger. Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klinik. Mit euch habe ich mich schon lange genug aufgehalten. Zeit zu sterben. Ah, da fliege ich mal ganz schnell raus. Jetzt dreht sie völlig durch. Wow, es kommen überall die Würmer raus. Jawohl. Jawohl, meine Freunde. Jetzt oder nie, General. Los! Forschern zur Stelle. Baby, yes. Okay. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Sie das mitgekriegt? Sie haben Ihre Befehle, Mr. Findlay. Führen Sie sie aus. Tychus, was hast du getan? Ich habe einen Pakt mit dem Teufel Jimmy. Sie stirbt, ich komme frei. Wir alle wählen unseren Weg. Eine Schande.
Jim? Alles wird gut. Ich hab dich. Das, meine lieben Freunde, war StarCraft 2 Wings of Liberty. Also der erste Teil von StarCraft 2. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. James Jimmy Raynor hat Kerrigan gerettet. Wie wird es weitergehen im zweiten Teil? Und das werdet ihr natürlich bei mir sehen. Auch live auf YouTube. Heart of the Swarm. Also, meine lieben Freunde, bleibt am Start, bleibt dabei, bleibt gesund, lasst mir einen Daumen oben da, abonniert meinen Kanal, macht rechts die Klingel an, dann seht ihr, wenn ich was hochlade. Ich hatte von Anfang an schon erzählt, dass ich aus dem Rock-Universum komme, also aus dem Blizzard-Universum und StarCraft 2. Das sagt auch ganz klar mein Avatar aus, das ist ein Brotos-Berserker. Ich liebe dieses Spiel und Blizzard hat da echt was Geiles hingezimmert. Lasst mir einen Daumen oben da, nicht nur für mich, sondern auch, es ist wirklich mit Liebe gemacht und es ist mit Hand gemacht. Also, ich sage bis dahin, bleibt gesund und Semper Fi.